Herr Lange, wir haben ja heute gehört, das Urteil in Leipzig ist gefallen. Was bedeutet das Urteil für Deutschlands Dieselfahrer? Das Urteil in Leipzig heute ist für Dieselfahrer grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht, denn es gibt keine pauschalen Fahrverbote. Richtig ist, dass die Kommunen an ganz belasteten Stellen ganz individuell Fahrverbote verhängen dürfen, aber nur nach entsprechender Abwägung. Das heißt, das Ganze muss verhältnismäßig sein. Insgesamt müssen die Dieselfahrer damit keine flächendeckenden, großräumigen Fahrverbote befürchten. In den besonders belasteten Städten, was bedeutet es dort für die Dieselfahrer? Kommen jetzt zeitnah dort Fahrverbote? Das Gericht in Leipzig hat insbesondere für Stuttgart, um Stuttgart ging es ja in dieser Entscheidung in besonderem Maße, festgehalten, dass es eine Übergangsfrist braucht, auch für die Euro 5 Fahrzeuge. Das heißt, frühestens ab 1. September 2019 dort Fahrverbote an diesen ganz neuralgischen Punkten erlassen werden können. Und das Gericht hat auch ausdrücklich gesagt, dass es Ausnahmegenehmigungen braucht, zum Beispiel für die Handwerker. Insofern eine sehr differenzierte Entscheidung. Ich glaube, wir können mit dieser Entscheidung auch den Dieselfahrern ein positives Signal geben. Es wird nicht so sein, dass morgen Stuttgart eine für Dieselfahrer nicht mehr zu befahrende Stadt sein dürfte. Herr Lange, wie kann man denn eine weitere Reduktion von Stickoxiden und Feinstaub erreichen? Was sagt hierzu der Koalitionsvertrag? Ja, wir haben uns im Koalitionsvertrag, aber auch schon im Abgasuntersuchungsausschuss Gedanken gemacht, wie man dem Problem natürlich Herr wird. Wir wollen verstärkt auf den ÖPNV setzen. Wir setzen verstärkt auf emissionsfreie Mobilität, auch in Programmen für Taxen, für Busse. Wir wollen natürlich die Ladesäuleninfrastruktur stärken. Wir werden dafür auch ausreichend Mittel zur Verfügung stellen in dieser Wahlperiode, damit wir hier das, was wir in der letzten Periode schon begonnen haben bei der Elektromobilität, weiter vorantreiben können. Und dann bleiben solche Themen wie Carsharing. Auch hier sind wir in der letzten Periode den ersten großen Schritt gegangen. Das lässt sich alles fortentwickeln. Ich bin sehr optimistisch, dass es uns gelingen wird, die Problematik oder das Thema saubere Luft so in den Vordergrund zu stellen, dass wir in ein paar Jahren sagen können, hier haben wir viel erreicht. Wie ist es denn generell? Ist die Luft denn in den letzten Jahren dreckiger oder sauberer geworden? Die Luft ist in den letzten Jahren seit 1990 extrem viel sauberer geworden. Die Diskussion liegt ja im Wesentlichen daran, dass wir viel strengere Grenzwerte haben, als wir sie in der Vergangenheit hatten. Die Luft hat sich seit 1990 um mehr als 70% verbessert. Und mit jeder Maßnahme, die wir hier in dem Paket haben, bin ich sicher, werden wir wieder einen Schritt zu besserer und sauberer Luft und Lebensqualität auch in unseren Ballungsräumen kommen.